Sali zusammen. Will ja auch mal spielen. Du willst das bloß umbringen. Nein. Niemals, nein. Hier lang, schnell! Das ist Queen Bitch, die würde ich nie töten. Wen siehst du? Ja, der... Los, die, Lieutenant! Der hat wieder Anfälle oder so. Sieht irgendwas. Oder der Vampir schlüpft von ihm oder irgendwie sowas. Ach, da ist sie, die Claire. Ah, die gibt's auch noch. Shit! Ja. Oh, shit. Shit! Okay. Stu Rachel. Ja, ja. Ja, komm. Mach was. Hab ich doch. Du bist falsch. Jo, danke. Bitte. Du wolltest doch nur, dass die stirbt. Vielleicht. Aber das ist so einfach, geht er dich nicht. Ich habe wieder auf den Falschen geschossen. Was natürlich nicht funktioniert hat. Sie hat ihr Bestes getan, um Clarice zu retten. Und das ist der Dank. Oder er das Zeug eingeatmet hat. Wenn es wirklich so ist wie in dem Film, der ja dezent ähnlich ist, nur ohne Aliens. Natürlich stirbst du nur. Nee, verwandelt sich dann später und trägt es in die Welt raus, sozusagen. Oder so. Glaube ich nicht, weil im nächsten Teil geht es ja wieder was ganz anderes. Was wäre halt wieder so ein Plot? Ja, so ein nö, bis jetzt war es immer abgeschlossen. Ja, nur so oben in Scheiße. Entschuldigung. Moment. Was wollt ihr? Ist zu laut. Nein, ich muss den ein bisschen lauter machen, weil wenn es da hier voll abgeht, hört man den nicht. Okay. Ja. Schöner Scheiß. Okay. Wurscht. Wird schon passen. Ja. Erreicht die Erdoberfläche. Allah sei gelobt! Da! Da geht es raus! So eine Eisenstange. Die ist halt schon der Hit, gell? Ja. Ich glaube ja, dass der Salim der Einzige ist, der überlebt. Weil du stirbst mit Sicherheit nur. Ja, man soll halt keine Aliens antatschen, gell? Ja. Oh, toll, jetzt stehen sie auf der Hand. Oh. Fade out in white. Okay. Wie flackert's bei mir heute? War das jetzt nur noch so kurz, wirklich? Gibt's ja nicht. Bis Abstand halt, aber ja. Schon extrem. So flackert meine Kamera heute. Ich hätte jetzt schon gern gehabt, dass es weitergeht. Ja, gell? Hat eigentlich voll Laune gemacht, der Teil. Ja, voll. Ja, wir sind wieder bei der 12. Aufnahme, so wie vorher auch. Das nein, kommt schon von 11. 11? 11. Ah. Weißt du, okay, zusammenschneiden 11. Und so, ne? Ah, stimmt ja. Ja, da war ja was. 11. Okay, wir sind bei 11. Wo sind sie? Gar nicht gut. Wie, wo sind sie? Warum kommen sie nicht? Weil Sonne. Ich glaube nicht, er redet von den Viecher, sondern von der Luftunterstützung, von wir der Hilfe, ne? Meinst du? Wir leben. Na gut, es kann natürlich sein. Funkcheck, over. Hier Rhino 15, bestätige. In 5 Minuten sind wir bei euch. Wo zur Hölle wart ihr? Over. Ist tatsächlich so, dass die jetzt das Zeug nur verbreitet? Oh.
Improvisation führt zum Sieg. Wir haben's ja, vielleicht war es echt nur ein totes Alien, ohne dass da noch irgendein Parasit mit dabei war. Ich meine, er hat ja nur Staub eingeatmet. Ob die Hirten wohl noch hier sind? Ja, der hat genauso gehustet wie die andere halt. Ich muss zurück zu meinem Sohn. Er macht sich sicher schon Sorgen. Oh. Ah ja, da war ja was mit dem Mond und so. Nein. Nicht nochmal. Da kommen sie. Sie kommen zu den Hütten! Ja, wie jetzt halt langweilig gewesen. Das geht nicht länger als 10 Minuten, aber. Hm? Sonnenfinsternis geht normal nicht lang, gell? Ja, das ist irgendwie ein Fluch, Sonnenfinsternis, das passt schon. Okay. Wie viel Zeit haben wir? Weiß ich nicht, ich hab keine Ahnung davon! Kontakt! Die anderen kommen auch erst in 5 Minuten. Die Eisenstange. Vor allem, es war ein Quicktime-Event, ob ich die rausreißen kann oder nicht, ne? Was wäre gewesen, okay, wenn ich die nicht... Also. Ja, dann einer weniger. Aber da hätte ich nicht gespielt. Es sind viel zu viele! Moni, fast leer! Es muss einen Ausweg geben. Machst du jetzt einen auf MacGyver? Leuchtsignale? Wo sind die Kugeln? Scheiß drauf! Muss eben reichen! Ja. Es war mir eine Freude! Kommt jetzt der Hubschrauber? Oh, du hast nie Wind. Nö, noch nicht. Okay, es war gerade so langsam. Ja. Jetzt. Da. Bist du auch langsam? Ja, aber auch kein Event. Scheiße, wieso mache ich immer X, wenn B kommt? Also wirklich jedes Mal. Ja, komm. Also die Quicktime-Events kommen sehr spät und sind extrem schnell bei mir. Aha. Ich habe den Controller einfach nicht ganz auswendig im Kopf. Man merkt, dass ich einfach Computer-Maus-Tastatur so gewöhnt bin. Ja. Ja. Wackelt da eine noch Haus ab? Nee.
Na, da kommen sie. Na gut, ist das jetzt noch was geworden? Das hat mir jetzt gewundert. Ja. Jo. Bin mir sicher, in der After-Credit-Scene sieht man dann, wie du verwandelst oder so. Dass da überall Viecher rumliegen, interessiert keinen, oder? Ne? Nee, das ist... Wozu? Gespannt, ob da noch was kommt in den Aftercredits. Oder nur Spoiler zum nächsten Film. Natürlich. Mal gucken, was er zu sagen hat. Zwei haben überlebt, das ist okay. Kann man lassen. Die jetzt noch stehen, die standen frei. Und diese fielen frei. Ist mir noch nie aufgefallen mit dem Kerzenhalter. Nicht schlecht. Dass da die Überlebenden, einige, ne? Schützlinge kehrten ans Licht. Oh, Tatsache, mir auch nicht. Auch jetzt nicht. In der Dunkelheit. Hättest du es nicht gesagt? Überleben hat. Es sind fünf Kerzen und zwei Leuchten. Einen Preis, den manchmal andere zahlen müssen. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. First Lieutenant Kolchek war ein richtiger Augenöffner. Er hat sich mit seinen Dämonen arrangiert, die ihn verfolgten, und einen unerwarteten Freund gefunden. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen, vielleicht wähle ich nächstes Mal eine etwas wohligere Geschichte. So nein, tut er nicht. Nachts noch schön durchschlafen können. Doch was sie auch sein wird, der Abschied wird ihnen schwer fallen. Bis zum nächsten Mal. Sie kennen den Ausgang. Ihr schneidet euch die Credits zusammen. Ah, vergesst es. Oh, geht direkt höher. Mhm. Geht direkt weiter hier. Bin ich besser. Bist spät dran und siehst scheiße aus. Ich hab einen Nachtflug hinter mir, was denkst du denn? Guter Flug? Scheiß Film, scheiß Essen, null Beinfreiheit. Musstest hinten sitzen? Neben den Klos. Schön. Der Kaffee war nicht übel. Echt leckere Muffin. Bericht gelesen? Auf dem Flug. Wie läuft es mit dem Analyseteam? Das ISG-Team erlitt Verluste, aber es war kein totaler Reinfall. Mussten nur ein paar vom Boden aufkratzen. Die Ärmsten. Und die Kreaturen? Sowas haben wir noch nie gesehen. Und da ist der Parasit. First Lieutenant, Marine Force Recon. Bester der Besten, was? So wird er angepriesen. Fuck! Wie oft soll ich Ihnen diese Geschichte denn noch erzählen? Ich verstehe. Aber Samcom ist besorgt wegen der Normarbeit. Welche? Die ganze Mission war nicht normal. Warum haben Sie sich denn mit dem Feind verbündet? Sie waren nicht da. Die haben uns massakriert. Mir war es scheißegal, wer es war. Wir brauchten jede Unterstützung. Ich bin durch die Hölle gegangen, um Salim zu helfen. Der Mann war fünf von ihrer Sorte wert. Semper Viehscheiße nochmal! Und Sergeant Kay? Nikki hat's nicht geschafft. Oh, er hustet doch noch. Schau doch. Lieutenant Kolchek? Aber wieso ist da jetzt alles so? Sein Biopsiebericht kam gerade zurück. Was meinst du? Auf unseren Helden wartet keine rosige Zukunft.
Wie lange hat er noch? Hoffentlich lang genug für die Experimente. Sie haben sich mit einem irakischen Soldaten verbündet? Republikanische Garde, falls man es glauben kann. Muss ja schwer Eindruck auf Kolchak gemacht haben, wenn er ihn gerettet hat. Bin gespannt, ihn zu treffen. Ich sage nichts mehr, solange ich nicht meinen Sohn sehen darf! So handhaben wir. Ach, die haben einfach die Viecher dahin gebracht. Sie wissen gar nichts. Wir haben doch die Zelte da in die Jason Dingers da aufgebaut. Drum sind da überall. Was sagt so, ne? Hat man doch gesehen, da dass die da irgendwie so. War ihr Scheißkrieg längst vorbei. Ja, die haben da. Reden wir mehr über diese Kreaturen. Die Vampire. Es ist recht schwer zu glauben, dass sie sie damit getötet haben. Ja. Lassen Sie mich frei. Dann zeige ich Ihnen, wie das geht. Das Analyseteam sichert noch Proben am Ort des Geschehens. Es war ein Gemetzel. Sie hatten Dynamit? Wir wissen nicht, woher sie es hatten. Ist das jetzt? Ey. Oder? Oder der andere? Ist das nicht der Boss? Die Aussage hätte wertvoll sein können. Ist das der tote Kopfschädeltyp? Oh. Das ist ja wie damals mit Winterfold. Aha. Ah, und hier ist Colonel Eric King, unser Genie vom Dienst. Mit sowas hat er wohl nicht gerechnet. Die waren verheiratet. Das ist der Chef. Naja, ja, das ist der Chef, dann war der Kay der andere wahrscheinlich. Ja, das habe ich gelesen. Frag mich, ob da mehr dahinter steckt. Die Antwort ist mit ihm gestorben. Ah, okay, je nachdem, wie wir es beenden, würden sie jetzt mit allen rumgehen und alle ausfragen. Für Saddams Waffendepot. Beschissenes System. Das stimmt so nicht. Für uns war es ein großer Fund. Glückstreffer. Aber so finde ich das Ende um einiges geiler mit den Credits. Ja. Viel besser. Ja. Das ist ja wie in einem Rachel, Horror. Oh. Kennst du ihr Profil? Jetzt tun wir zu mitleidig. Sie hat's weit gebracht. Wenn das nicht passiert wäre. Bleibt es bei nächsten Sonntag? Charlotte macht Feuertopf. Na klar bleibt es dabei. An den Job werde ich mich nie gewöhnen. Warum solltest du? Zumindest war es örtlich begrenzt. Ja, dieses Mal. Also, was hältst du von all dem? Das ist unwichtig. Es ist nur wichtig, den Informationsfluss zu kontrollieren. Die Weltöffentlichkeit wird nie davon erfahren. Okay. Ja, ich drücke überspringen. Ja, mach ich auch. Wird auf einen anderen Spieler gewartet. Ja, erstmal Controller wieder einschalten. Bandai Namco. You wanna know what it means to be a killer? Ah, think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? ETF? Boah, da freue ich mich drauf. Tja, das wird ein The Devil in Me. Season 1 Finale, das heißt, es gibt eine Season 2 auch. Ah. Ach, geil. Jupp. Neue Season. Hätte nicht gedacht, dass die vier Teile jetzt eine Season sind. Aber hätte ich auch nicht gedacht. Aber freue mich natürlich drauf. Ja. Weil man doch alle recht unterschiedlich jetzt. Ja. Sagen, ja, der hat mir fast am besten gefallen, dann der erste und dann der nächste. Ja, sehe ich genauso.
Vor allem, weil dieser hier auf Jumpscares verzichtet hat. Das finde ich großartig. Weitestgehend, ja. Ja, ab und zu mal ist ja okay, aber nicht das, so, das so oft wie beim anderen. Na, das war nicht so gut. Nee, das war schon extrem. Das war ein typischer Jumpscare-Teil, aber unnötig, so oft unnötig. Ja. Einfach, weil dann die Geisterwelt geschleudert wird, urplötzlich aus dem Zusammenhang und ja, immer ein Schrei dabei, wenn du rübergehst in die andere Welt. Ja, das war schon. Seid ihr, wie hat euch der Teil gefallen? Ne? So. Ja. Unten Kommentare und so. Wenn ihr Bock habt, wenn nicht, dann schreibt halt keinen Kommentar oder ist ja wurscht. An die Zuschauer vom Rassen und an Rassen, wie hat's dir gefallen? Ich fand's ganz gut. So. Jo, schreib uns mal, wie es gefallen hat, falls wir nicht selber im Stream dabei sind. Jo. Ja, und lohnt sich wieder abwechselnd zu gucken. Also bei Benutzername definitiv ja, auch reingucken. Schwarze Ladescreens. So. Ja, vielleicht in der Folge, aber ansonsten definitiv lohnt sich's hier. Ja. Das war's. Ich bin raus. Servus. Tito. Ciao zusammen.